Hi und willkommen bei Costa Couple. Ich stehe hier vor der Rezeption vor dem Hotel vom Serengeti Park, wo wir heute schlafen werden. Wir haben uns eine Lodge gebucht. Wir haben eben gerade schon eingecheckt. Es ist zwar erst 12 Uhr oder kurz vor 12 sogar erst. Wir haben auch schon die Schlüssel gekriegt, dürfen zwar erst ab 16 Uhr ins Zimmer rein, aber das ist sau cool. Man spart dann eigentlich nachmittags oder abends, wenn man aus dem Park kommt, sau viel Zeit, weil man eigentlich direkt ins Zimmer kann. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in den Park. Davon wird es bei uns kein Video geben. Wenn ihr euch um den Serengeti-Park informieren wollt, guckt doch mal bei den Stoppies auf dem Kanal. Die haben ganz, ganz viele Parkvorstellungen und tolle Videos. Da könnt ihr euch ganz toll informieren. Und wir sehen uns später und gucken uns gemeinsam das Zimmer an. Wir haben jetzt den Tag im Park verbracht, sind jetzt auf dem Weg zum Zimmer, haben die Nummer, wo ist es? Die 30. Und wir sind hier tatsächlich fast direkt an den Äffchen. Also wir müssen jetzt hier gleich darüber, das machen wir gleich. Und hier ist tatsächlich noch das Affengehege oder eins der Affengehege. Sehr witzig, die können wir nachher noch ein bisschen beobachten. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Ist auch sehr cool, hier ist so eine kleine Mini-Terrasse, die man für sich hat. Mega cool. Und ganz oldschool, noch so ganz alte Schlüssel. Jetzt. Man hat hier einen kleinen Wohnbereich, einen kleinen Tisch und einem rechts einem kleinen Einzelbett. Und da kann man sogar hier einmal noch mal rausziehen. Man kann hier sogar zu viert übernachten tatsächlich. Ist zwar sehr, sehr klein, also sehr schmal das Bett, aber für eine Nacht ist das echt, echt machbar. Hier rechts direkt neben der Tür noch mal so eine kleine Abstellfläche mit einem Fenster und einem süßen kleinen Mini-Fernseher. Müssen wir nachher mal anmachen, haben wir noch gar nicht angemacht. Dann haben wir zu unserer linken Seite das Master Bedroom. Auch sehr schmal tatsächlich das Bett. Aber ja, das wird für die eine Nacht gehen, denke ich. Hinten haben wir noch mal nochmal ein Fenster und ja, ein Chris, der da liegt. Dann weiter zu unserer Linken, unsere Kochinsel, also auch süß gemacht mit einem Wasserkocher, ein bisschen Kaffee, Tee, Tassen und tatsächlich heute war so ein Aktions-Rossmann-Wochenende. Da gab es quasi für jeden Besucher so eine Rossmann-Tüte und bei uns haben die hier quasi die Gratis-Geschenke mit aufs Zimmer gestellt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und hier unten drunter haben wir sogar einen kleinen Kühlschrank. Mega gut, um da mal Getränke oder so zu lagern, zu kühlen, wenn es heiß wird. Und last but not least, das Badezimmer. Auch eine Toilette mit hinten dran Dusche. Ja, ist nicht sehr groß, aber es passt. Und hier links in der Ecke haben wir noch ein Waschbecken. Für Übernachtungsgäste hat auch das Restaurant hier im Park offen. Ganz normales Buffet-Restaurant. Probieren wir jetzt heute nicht aus, aber in dem Restaurant ist auch das Frühstück morgen, also spätestens da nehmen wir euch mit. Aber was wir jetzt noch machen, ist einfach mal ein bisschen durch den Park laufen, weil was man als Übernachtungsgast auch machen kann, bis zur Dämmerung hier den Park einfach noch genießen und das werden wir jetzt mal tun. Wir haben gut geschlafen. Ich muss sagen, wir waren aber auch sehr, sehr fertig. Das mit dem Bett war auch okay, dass das nicht so breit ist. Hat gereicht für eine Nacht. Die Häuser sind noch sehr, sehr hellhörig. Also das sind ja so Doppeldinger. Man ist immer quasi noch mit einer anderen Familie. Also was heißt mit einer anderen Familie? Aber da sind halt quasi so zwei Bungalows in so einem. Und neben uns war halt eine Familie mit Kindern. Die Kinder sind dann abends ein bisschen ausgeflippt. Ist nicht schlimm, aber man hört es halt.
Und es ist heute auch relativ frisch und im Bungalow hat es auch ziemlich runtergekühlt. Das Duschen war gerade nicht sehr angenehm. Aber wir haben jetzt Lust auf Kaffee und Frühstück und wir zeigen euch jetzt mal das Frühstück. Zeit abzureisen. Das Frühstück war okay, es war jetzt nichts Besonderes. Es gab Brötchen, Rührei, Speck, Aufschnitt, Müsli, ein bisschen Obst sogar. War jetzt aber nichts super weltbewegendes, super aufregendes, aber Hauptsache Kaffee und ein bisschen was im Magen. Uns hat die Übernachtung hier super gefallen. Das Besondere ist, dass man hier halt wirklich mitten im Park ist. Man kann ja abends noch durch den Park schlendern, wenn quasi niemand mehr da ist. Das ist super toll. Preislich ist es auch vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt hier mitten in der Hauptsaison 138 Euro bezahlt mit Frühstück. Da kann man echt nicht meckern. Hier gibt es allerdings verschiedene Lodges. Das war jetzt quasi das zweitgünstigste, was wir gebucht haben. Es gibt nochmal einmal so wie so eine Art, ja, ein bisschen aufgepimpteres Zelt direkt am See, wo man halt auch Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftstoiletten hat, wobei die preislich, ich glaube, nur 5 Euro günstiger gewesen wären als das, was wir jetzt gehabt haben. Und dann gibt es natürlich noch ein paar luxuriösere Hütten. Die sehen auch alle super toll aus. Da haben wir auch Lust, das mal tatsächlich auszuprobieren. Ansonsten kann man sagen, hier die Übernachtungsmöglichkeiten am Serengeti-Park sind echt zu empfehlen. Das heißt, wenn ihr hier unterwegs seid und nach einer Übernachtungsmöglichkeit sucht, probiert es hier auf jeden Fall mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht auch gerne einen Daumen nach unten. Aber auf jeden Fall drückt den Abonnier-Button, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Das war es jetzt erstmal von hier. Wir sehen uns. Ciao!